Willkommen zum Podcast von ICF Karlsruhe. ICF ist aus dem Traum entstanden, Kirche für Menschen wieder dynamisch, lebensnah und zeitgemäß zu gestalten. Herzlich willkommen zu unserem nächsten Teil in der Serie Unboxing. Ich habe eine Box mitgebracht, bei der ihr seht, die ist nicht mehr ganz so, wie sie mal wahrscheinlich war. Ja, ich dachte, ich bringe sie trotzdem mit. Wir sind in unserer Serie Unboxing. Und diese Serie haben wir gemacht, weil wir denken, dass es Menschen gibt oder viele Menschen gibt, die sagen, Kirche, Glaube, Gott, das Ganze interessiert mich nicht. Ich kann damit nichts anfangen, weil ich es auch nicht verstehe. Ich weiß nicht, um was es da geht. Es ist für mich wie eine Fremdsprache und es hat mit meinem Leben nichts zu tun. Ich kriege das gar nicht auf die Reihe. Warum gibt es das überhaupt noch heute? Warum ist das überhaupt noch Thema? Und ein großer Themenblock rankt sich um den Bereich Kirche. Warum gibt es Kirche? Wofür gibt es Kirche? Und meistens ist die Antwort auf das Thema Kirche, nein, danke. Also ich kann manches verstehen, auch dass es Jesus und so, das kriege ich noch auf die Reihe, aber warum es eine Kirche braucht, keine Ahnung, brauche ich eigentlich nicht. Warum? Weil wenn du über Kirche sprichst, dann sieht dein Bild wahrscheinlich eher so aus, sagst du, hey, Kirche, wenn das Paket ist, ist es offensichtlich kaputt. Ja, nach außen hin schon beschädigt und wenn es außen kaputt ist, wird es wahrscheinlich innen auch kaputt sein. Das heißt, dieses Ding brauchen wir gar nicht erst aufmachen, da können wir einen Retourschein ausstellen und gleich zurückschicken. Brauchen wir nicht groß was mitmachen. Und mein Wunsch ist es mit dir trotzdem heute mal da reinzuschauen und genau die Frage zu bewegen, warum gibt es Kirche, wofür gibt es Kirche, wie war das mal gedacht, gibt es da einen Plan und wieso funktioniert manche Kirche funktioniert nicht, in welchen Bereichen müsste man da etwas ändern. Genau, das ist mein Thema und ich möchte einsteigen mit euch einfach kurze imaginäre Reise. Ihr dürft mal kurz die Augen zumachen. Der eine oder andere kann es auch nutzen und dann für den Rest der Predigt zulassen, je nachdem, wie fit du bist. Genau, einfach mal so das Erste, was ich dich frage, ist, welches Bild kommt dir in den Kopf, wenn du das Wort Kirche hörst? Kirche, an was denkst du? So, der eine oder andere sieht jetzt gleich mal den Papst vor sich vielleicht. Oder ein Kreuz oder ein Jesus oder den verrückten Nachbarn oder ja, verschiedene Dinge, ein Kirchengebäude vielleicht. So eine zweite Sache, die lasse die Augen einfach zu. Welche Emotion spürst du in dir, wenn du das Wort Kirche hörst? Ja, was regt sich da in dir? So, ist da Langeweile oder vielleicht Freude, Enthusiasmus? Ja. Humor, dann bist du schon länger hier wahrscheinlich. So, eine dritte Sache, so welche Eigenschaft verbindest du mit Kirche? So welches Attitude, welche Sache schreibst du Kirche zu? Was verbindest du mit Kirche? Ist es zum Beispiel intolerant oder irrelevant? Keine Ahnung. Oder nur irre? Ja, also du, okay, und jetzt dürft ihr die Augen aufmachen. Ich glaube, jeder von euch hat unterschiedliche Bilder gesehen, ja? Und die Frage ist, was für ein Bild hast du? Der eine sagt, boah, das ist genauso, habe ich es mir vorgestellt, ich sehe da nichts Gutes, ich habe keine guten Empfindungen und ja, ist nicht gut die Kirche. Dieses Bild würde ich mir nie aufhängen. Ja, und jemand anders sagt, nee, Kirche, das fand ich jetzt toll, genauso, ich würde mir das an die Wand hängen, weil ich sage, ich bin total stolz auf Kirche. Kirche ist eine super Sache. So, und das ist interessant, oder? Ganz unterschiedliche Bilder hier im Raum. Und auch wenn ich jetzt fragen würde, warum bist du heute hier? Weil jeder, der jetzt heute hier ist, ist in einer Kirche. Warum bist du denn da? Das sind ganz, ganz unterschiedliche Gründe, warum du hier bist oder auch warum du zu einer Kirche gehörst. Die einen sagen, ja gut, ich bin halt da reingeboren worden, meine Eltern waren schon so, jetzt bin ich halt auch irgendwie da drin. Oder ich sage, aus Tradition, jeden Sonntag geht man halt in die Kirche. Das gehört sich doch. Früher war das noch viel stärker so, dass dann, es hat sich gehört, am Sonntag in die Kirche zu gehen. Wenn du nicht da warst, hat der Pfarrer geguckt oder der Nachbar hat geguckt, wo warst du denn? Ja, heute ist das nicht mehr so. Oder du sagst, es tut mir einfach gut, so wenn ich die Woche ein bisschen was verbockt habe, so ein bisschen Seelenhygiene am Sonntag. Da gibt es dann so einen Worship-Leiter, der mir sagt, hey, alles ist gut und so. Ah, ja, Jesus, cool. Und dann gehe ich ganz anders nach Hause und ich glaube, auch Gott findet das nicht schlecht. Von daher fühle ich mich da wieder mehr connected. Ganz unterschiedliche Dinge, warum du in eine Kirche gehst oder auch zu einer Kirche gehörst.
Ja, und deswegen wollen wir erstmal, über was reden wir? Denn wenn wir über Kirche, Zustellung mangelhaft reden, über was reden wir? In Deutschland haben wir das Problem, dass das ganz unterschiedliche Bedeutung hat, das Wort Kirche. Einmal bedeutet es natürlich das Kirchengebäude. Wenn wir über Kirche sprechen, reden wir über ein Gebäude. Ja? Die Kirche bleibt im Dorf so, das Gebäude steht in der Mitte, bumm, da gehört das hin. Sakrale Bauten kennen wir alle, das meinen wir, wenn wir Kirche sagen, aber es gibt auch Kirche als Institution. Ja, Kirche, die evangelische Kirche, die katholische Kirche, die Freikirchen, Machtapparate, irgendwelche, was weiß ich, Konstrukte, die große aufgebläht sind und irgendwie sehr starr sind, das ist auch Kirche, wenn wir über Kirche sprechen. Und manche sagen auch, nee, Kirche ist für mich ist diese Gemeinschaft der Menschen, die an Gott glauben. Ja, das merkst du, wenn Leute fragen, wie groß ist denn deine Kirche, kriege ich öfter, sage ich immer, 850 Quadratmeter, trotz starkem Regen nicht gewachsen. Ja? Also das heißt irgendwie, Kirche heißt nicht Gebäude, sondern heißt, die Menschen, die da drin sind, das ist irgendwie, das nennt man dann auch Kirche. So drei verschiedene Sachen. Entweder ist es eine juristische Person, eine richtige Person oder es ist ein Gebäude. Ganz unterschiedliche Dinge. Was meinen wir denn? So, und um über Kirche zu sprechen, kann sagen, ist mir doch egal, was du damit meinst, Henning, das Ding ist kaputt. Augenscheinlich kaputt und wollen es jetzt mal auspacken. Wollen wir mal gucken, was in diesem Paket drin ist, wenn wir über Kirche sprechen, ob der Inhalt noch funktioniert. So, ist wie Weihnachten ist das hier. Guck mal, was haben wir? Da sind verschiedene Sachen drin. Das heißt, zum einen haben wir das hier. Dann haben wir ein Licht. Das erinnert so ein bisschen an so, und noch eins. Und da haben wir ein Männlein, habe ich auch hier. Guck mal. So, mal gucken, dass nicht umfällt. Und dann haben wir noch sowas hier. Ja, voilà. Dann ist leer. Das war's. Mehr ist nicht drin in Kirche. Ja, so sieht's aus. So, darüber sprechen wir. Ich möchte ein bisschen dann darüber reden, was sind die Sachen, die wir damit verbinden. Und ich möchte gerne einsteigen, wenn wir über Kirche sprechen, würde ich gerne bei Jesus anfangen. Jesus ist immer gut da anzufangen, weil Jesus ist ja so der Grundstein von Kirche überhaupt oder wie auch immer. Und ich habe darüber nachgedacht, welche Bedeutung hatte Kirche für Jesus? Welche Bedeutung hatte Kirche für Jesus? Und ich habe für mich eine Sache festgestellt, Jesus hat nie in eine Kirche eingeladen. Vielleicht ist der ein oder andere heute hier und sagt, ich wurde hierhin eingeladen. Ja, kann ich dir sagen, das hat Jesus nie gemacht. So, dann kannst du dich fragen, ob das biblisch ist, was du heute erlebst. Nee, aber hat Jesus überhaupt mal in sowas wie eine Kirche eingeladen? Und ich sage ja. Er hat nicht in eine Kirche, sondern in eine Gemeinschaft eingeladen. Wir erfahren es, guck mal, Jesus hat nie gesagt, hey, es ist Schabbat, ich predige, komm doch vorbei. Ja, ist eine gute Message, die ich habe für dein Leben. Und danach kannst du noch, wir haben tollen Worship. Ja, und wenn du zum ersten Mal hin bist, kriegst du ein Welcome Package. Ja, das war nicht Jesus ein Vokabular. Jesus hatte einen Vorgänger. Und zwar war das Johannes der Täufer. Johannes der Täufer sollte auf den Messias hinweisen, auf den Retter, der kommen sollte. Und er hatte auch Jungs dabei, die mit ihm unterwegs waren, seine Jünger. Und irgendwann treffen die Jesus und dann hat er auf Jesus gezeigt und gesagt, komm, geht mal zu dem und guck mal, ob er der Messias ist, ob er derjenige ist. Und dann sind sie zu ihm hingegangen, zu Jesus. Und jetzt guck mal, ob Jesus in etwas eingeladen hat. Lesen wir in Johannes, steht Folgendes. Jesus wandte sich um und sah, dass sie, diese zwei, ihm folgten. Was sucht ihr? Fragte er. Rabbi, erwiderten sie, wo wohnst du? Jesus antwortete, komm mit, dann werdet ihr es sehen. Da gingen die beiden mit ihm, es war etwa 4 Uhr nachmittags, sie sahen, wo er wohnte und blieben den Rest des Tages bei ihm. So, ganz praktisch. Die sagen, Jesus, wir suchen etwas, wir fragen uns, ob du der Messias bist. Und ihr sagt nicht, komm in die Kirche oder in die Synagoge und hört dir an, was ich zu sagen habe, sondern er sagt einfach nur, kommt und seht. Kommt einfach mit, mir mit und mit meinen Jungs mit. So, und dann sind die mitgelaufen, ja, um 4 Uhr nachmittags gelaufen. Irgendwann gab es irgendwie Tee oder keine Ahnung, was die dann machen. Dann Abendessen und dann hat Jesus ein bisschen erzählt und dann haben die dort übernachtet. Und sie haben einfach in dieser Gemeinschaft mit Jesus, mit den Jüngern gelebt. Und 2 Verse weiter sehen wir, zu was das geführt hat. Und zwar einer der beiden hieß Andreas. Und da heißt es, Andreas sah kurz darauf,
wahrscheinlich 1, 2, 3 Tage später, seinen Bruder Simon und sagt, wir haben den Messias gefunden, berichtet er ihm. Das heißt, Jesus hat nicht in eine Kirche eingeladen oder zu einem Event oder irgendwas, sondern er hat gesagt, wenn du wissen willst, wer ich bin, ob ich der Messias bin, dann komm, ich lade dich ein in die Kirche, ich lade dich ein in die Gemeinschaft mit mir und mit den anderen. Und dann wirst du es rausfinden. Und dann sind die mit ihm mitgelaufen und kurze Zeit später haben sie gemerkt, das ist er. Die Gemeinschaft mit Jesus und die Gemeinschaft, die sie dort erleben, haben sie einfach dazu gebracht zu sagen, boah, das stimmt, das muss er sein. So, und dann ging es los. So, das ist eine. Das zweite ist, Jesus hat nie eine Kirche gegründet. Ja, du liest das nirgends, wenn Kirche so wichtig war, warum hat Jesus nie eine Kirche gegründet? Das mussten dann irgendwann wir später machen, evangelische Kirche, katholische Kirche gab es vorher, Freikirchen, wir müssen ja Kirchen gründen, wenn es kein anderer macht. Ja, aber Jesus hat nie eine Kirche gegründet, ja, hat nie ein Gebäude irgendwo hingestellt, hat nie einen Verein gegründet, irgendwie. Oder doch? Das ist eine interessante Frage. Hat das überhaupt für ihn eine Rolle gespielt, das Thema Kirchengründung? Lesen Matthäus 16, heißt folgendes, deshalb sage ich dir jetzt, du bist Petrus und auf diesem Felsen werde ich meine Gemeinde bauen. Und das Totenreich mit seiner ganzen Macht wird nicht stärker sein als sie. Das ist das erste Mal, dass überhaupt im Neuen Testament das Wort Gemeinde vorkommt. Gemeinde, abgeleitet von dem Wort Ekklesia, was übersetzt heißt Gemeinschaft der Herausgerufenen. So, das erste Mal das Wort Kirche, Ekklesia, Gemeinde kommt da vor, Gemeinschaft der Herausgerufenen. Es fällt hier zum ersten Mal. Jesus sagt, mein Wunsch, mein Plan ist es, eine Ekklesia, eine Kirche, eine Gemeinde zu gründen. Und nicht nur irgendein Verein, das steht da, wie kraftvoll diese Gemeinde ist, steht da, das Totenreich mit seiner ganzen Macht wird nicht stärker sein als sie. Also da ist echt Power drin, in dem, was er da vorhat. Er sagt, das wird ganz schön heftige Sache werden, was ich hier vorhabe. Und dann lesen wir über die erste Gemeinde. Die erste Kirche wird immer als Bericht genommen, Apostelgeschichte 2. Und ich dachte, wir lesen das gemeinsam, weil da viel drin steht über dieses, was ist Kirche? Was ist Kirche? Lesen wir es einfach mal gemeinsam. Steht da, was das Leben der Christen prägte, waren die Lehre, in der die Apostel sie unterwiesen, ihr Zusammenhalt in gegenseitiger Liebe und Hilfsbereitschaft, das Mahl des Herrn und das Gebet. Jedermann in Jerusalem war von einer tiefen Ehrfurcht vor Gott ergriffen und durch die Apostel geschahen zahlreiche Wunder und viele außergewöhnliche Dinge. Alle, die an Jesus glaubten, hielten fest zusammen und teilten alles miteinander, was sie besaßen. Sie verkauften sogar Grundstücke und sonstigen Besitz und verteilten den Erlös, entsprechend den jeweiligen Bedürfnissen an alle, die in Not waren. Einmütig und mit großer Treue kamen sie Tag für Tag im Tempel zusammen. Außerdem trafen sie sich täglich in ihren Häusern, um miteinander zu essen und das Mahl des Herrn zu feiern. Und ihre Zusammenkünfte waren von überschwänglicher Freude und aufrichtiger Herzlichkeit geprägt. Sie priesen Gott bei allem, was sie taten und standen beim ganzen Volk in hohem Ansehen. Und jeden Tag rettete der Herr weitere Menschen, sodass die Gemeinde immer größer wurde. So, hier ist ein anderes Wort für Gemeinde gebraucht. Das Wort, was hier steht für Gemeinde, ist aus dem Hebräischen, heißt miteinander verbunden, zusammengeschlossen. Und wenn man den Text liest, ist ein Grundtenor da drin. Der liegt ganz klar auf dem Thema Gemeinschaft. Natürlich hast du Zeichen und Wunder und diese ganzen Dinge, die da sind, aber was da drin vorkommt, und wenn du den Text genau liest, ist hier ein neues Level von Gemeinschaft, was die Leute erlebt haben. Und das ist schon stark. Sie haben alle, die gläubig geworden sind, waren Teil dieser Gemeinschaft. Sie hatten alles miteinander, alles zusammen. Sie haben sich täglich getroffen, einmal in den Häusern und auch noch im Tempel. 2 Treffen am Tag, ich weiß nicht, wie oft du dich triffst, aber das war Gang und Gäbe. So, und deswegen komme ich zu dem Schluss zu sagen, Kirche ist, Gemeinschaft ist nicht ein Zeichen von Kirche, sondern Gemeinschaft ist das Zeichen von Kirche. Du kannst sagen, Kirche ist im Kern Gemeinschaft. Das ist das, was da ist, und du kannst sagen, Jesus ist nicht gestorben für ein Kirchengebäude, Jesus ist nicht gestorben für einen Verein, den Menschen gegründet haben, sondern Jesus ist gestorben, damit die Gemeinschaft wiederhergestellt ist zwischen Gott und zwischen den Menschen. Er sagt, ich schaffe etwas Neues, eine neue Qualität von Gemeinschaft. Warum? Warum gibt es Kirche? Warum hat Jesus das gemacht? Ganz einfach, weil ihm diese Welt am Herzen liegt und weil ihm jeder Mensch, der hier unterwegs ist, am Herzen liegt.
Jetzt kannst du sagen, es gibt so viele Probleme in dieser Welt und jeder versucht hier irgendwie diese Welt zu retten und da was Gutes draus zu machen, sich rein zu investieren. Wir machen Pläne, Abkommen, Budgets hier und da, soziale Geschichten und so weiter. Und du kannst sagen, ja, das sind gute Versuche. Was wäre denn Gottes Versuch, diese Welt zu verändern, zu retten, auf ein Next Level zu bringen, sodass Dinge wiederhergestellt werden? Er setzt da an, wo es eigentlich kaputt gegangen ist, beim Menschen. Und bei seiner Fähigkeit, Gemeinschaft zu leben mit Gott und bei seiner Fähigkeit, Gemeinschaft zu leben miteinander. Dann kann jeder für sich einfach in sein Leben reinschauen und sagen, hey, guck mal, wo sind deine Baustellen? Ja? Die Menschen, mit denen du zu tun hast in deiner Family, läuft da alles easy, ist da alles in Butter, man versteht sich 100%, es gibt nie Streit. Ja? Die Kinder, die machen alles, was ich ihnen sage, wenn sie schlafen. Und du merkst, da ist viel, oder die Beziehung mit Gott ist so, dass manche sagen, ja, ich weiß, ich kann diesen Gott gar nicht richtig greifen. Manche sagen, ich habe überhaupt gar keine Beziehung mit diesem Gott. Da sind Dinge durcheinander gekommen. Adam und Eva, alles gut, dann gab es einen Bruch, die Gemeinschaft mit Gott geht kaputt. Ja, und was war zweite Generation? Kain und Abel, Mord und Totschlag. So, und Jesus sagt, ich komme und ich möchte diese Gemeinschaft wiederherstellen. Ich möchte, dass die Beziehung mit Gott wiederhergestellt ist und dass ihr miteinander anders lebt, wie ihr das vorher getan habt. Das ist mein Weg. Und Jesus geht sogar her und sagt, wenn du die Bibel liest, Alte Testament, gibt es über 600 Gebote, wie der Mensch leben soll, damit das Leben miteinander funktioniert. Und alles mögliche, über 600 Gebote. Und Jesus sagt, pass auf, wir bringen das auf 2 Gebote und die haben beide zum Kern das Thema Gemeinschaft. Jesus sagt, Matthäus 22, du sollst den Herrn, deinen Gott lieben von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe, mit ganzem Verstand. Dies ist das größte und wichtigste Gebot. Ein zweites ist ebenso wichtig, liebe deine Mitmenschen wie dich selbst. Mit diesen beiden Geboten ist alles gesagt, was das Gesetz und die Propheten fordern. So, das ist für uns natürlich gut, wir brauchen keine 600 Gebote lernen, wir brauchen nur 2. Heißt, liebe Gott, diese Beziehung zu ihm von ganzem Herzen, ganzer Seele, ganzem Verstand, also praktisch mit allem, was du hast, aber auch das Miteinander, genau das Gleiche. Diese Beziehung, das ist sein Wunsch. Was ist seine Mission an die Kirche? Ist zu sagen, ich möchte durch Kirche diese Welt verändern, indem ich die Gemeinschaft miteinander mit Gott verändere. So, das ist eigentlich der Auftrag. Jetzt kannst du sagen, ja, das ist ein schöner Plan. Jesus, hast du dir gut vorgestellt, hat leider nicht funktioniert. Ja, also wenn du in die Welt reinguckst, sagst du, pff, Kirche, was ist Kirche heute? Ja, Verpackung ist kaputt, Inhalt ist kaputt, alles ist kaputt, hat keine Relevanz mehr. Und deswegen sage ich, wir gucken uns einfach mal die Dinge an, wo die Bibel auch immer als Symbole verwendet, wenn es um das Thema Kirche geht. Das erste ist das hier, das ist das Thema Salz. Heißt es folgendes in der Bibel, ihr seid das Salz der Erde, wenn jedoch das Salz seine Kraft verliert, womit soll man sie ihm wiedergeben? Es taugt zu nichts anderem mehr, als weggeworfen und von den Leuten zertreten zu werden. So, jetzt kurze Kunde so, Salz, wofür hast du es eingesetzt damals? Ja, damals war es so, es gab wenig Kühlschränke, ja. Nur die ganz Reichen konnten sich welche leisten. Und deswegen hat man Dinge, um sie haltbar zu machen, einfach in Salz eingelegt. Ja? Konservierung war ein Thema. Jesus sagt, hey, ihr seid das Salz, heißt, ihr sollt Dinge haltbar machen. Ich möchte, dass wenn ihr unterwegs seid, es nicht anfängt zu stinken. Ja? Weder zwischenmenschlich soll es Stunk geben, noch darüber raus sollen Dinge kaputt gehen. Die Natur soll nicht kaputt gehen. Ihr seid das Salz, euer Job ist es zu bewahren. So, und das Zweite, was Salz auch heute natürlich als Funktion noch hat, es bringt Geschmack rein. Ja, da kommt Geschmack rein. Das heißt, ich will nicht, dass euer Leben fade ist, dass es einfach eintönig ist und dass es euch alles, dass ihr emotionslos ganz, einfach dahin vegetiert, bis ihr nicht mehr da seid, sondern ich möchte da Salz reinbringen, möchte Geschmack reinbringen in euer Leben. Deswegen, ihr seid das Salz. Interessant ist, er sagt nicht, du bist das Salz. Er sagt nicht zu Petrus, Petrus, du hast es drauf, die anderen sind Zucker, du bist Salz. Ja? Er sagt er nicht, er sagt, ihr zusammen seid das Salz. Denn was passiert, wenn vor dir ein Fisch liegt und du sagst, der soll nächste Woche noch gut sein zum Essen und du machst nur 3 Körner Salz drauf, ist alles, was du selber bist, ja, dann riecht man nach 2 Wochen dran. Da musst du echt beten, um dass das doch genießbar ist. Das heißt, nur wenn du ganz viel Salz auf diesem Tier irgendwie verteilst, hast du Chancen, dass du es danach noch genießen kannst. Das heißt, Salz entfaltet seine Wirkung nur in Gemeinschaft, nur in dieser Kraft, in dem Miteinander.
Er sagt auch nicht, hey, du bist das Salz, du musst Geschmack reinbringen in alles, was um dich rum ist. Ja, wenn du eine Suppe hast und machst 2, 3 Krümel Salz drauf, das ist alles, was du bist, dann wird das Ding nicht schmecken. Ja, erst in der Kraft oder in dieser Menge funktioniert es. So, das ist das, was Jesus sagt, das ist der Job der Kirche. Er sagt, aber wenn Salz seine Kraft verliert, wenn da keine Leidenschaft drin ist, wenn da nicht Gottes Herzschlag mehr drin ist, was ist es dann? Streusalz. Genau, also es heißt, dann wird es auf die Straße geworfen und zertreten. Und das ist Kirche, Zustellung mangelhaft. Für viele ist Kirche nur Streusalz. Was sagt Streusalz? Vorsicht glatt. Ja? Geh da nicht hin, Vorsicht, du fällst hin. Wenn du rausgehst, und da fällst du hin. Ja? Wir helfen Menschen, dass sie nicht mehr hinfallen. Ja? Sie sollen sich nicht so arg wehtun. Ja, wir sagen, Vorsicht, geh da nicht hin, in die Disco, da brauchst du nicht gehen. Hier, bleib weg von der Party. Die Sachen darfst du nicht konsumieren, lass das. Ja, das ist Streusalz. Ja, der erhobene moralische Finger. Und dann sagt die Bibel, ja, dann seid ihr, kann man euch so auch verwenden, auf die Straße werfen und Leute fallen nicht hin. Ja, sehr gut. Das ist mangelhaft. Das zweite Symbol, was wir haben, ist das hier. Oh, ja, Trick. Ja, das ist ein Knopf. Okay. So. Ja, heißt es, ihr seid das Licht der Welt. Eine Stadt, die auf dem Berge liegt, kann nicht verborgen bleiben. So, wieder nicht du bist das Licht, sondern ihr seid das Licht. Ja, ein Strahl, zack, in die Richtung. Nein, ihr alle seid Strahlen und ihr zusammen seid das Licht. So, was bringt denn Licht? Was ist denn damit gemeint, wenn die Bibel über Licht spricht? Ja, wofür steht denn Licht? Licht steht erstmal in erster Linie für Hoffnung. Sagt, da gibt es Hoffnung, da gibt es mehr als das, was du sehen kannst. So, und das Zweite ist auch das Thema Liebe, Freude, diese ganzen Dinge, das ist das, was Licht auslöst. Wir gehen in eine dunkle Jahreszeit rein, der Herbst ist da und da wird es für manche Leute schwierig und eng, weil sie sagen, mir tut diese Dunkelheit, die drückt mir aufs Gemüt, die macht mich richtig depressiv vielleicht und das ist für mich ganz arg schwer. Wenn jetzt da Licht wäre, so wie im Sommer, dann wird es mir besser gehen. Genau, und dann merkst du, was Licht bewirken kann in deinem Leben. Zustellung mangelhaft. Wie legt Kirche Licht aus? Die sagt, wir machen den Raum jetzt so hell, dass man jeden kleinen Fehler bei dir sehen wird. Ja, sie sagen, guck mal, das machst du verkehrt. Ah, guck mal, im Lichte Gottes hast du die und die Fehler, die du hast. Und dann sagen Menschen, oh, bleib mir bloß weg mit Kirche. Ich fühle mich da immer so schlecht und sündig, wenn ich da wieder rauskomme. Die sagen mir nämlich immer nur, was ich verkehrt mache. Und jetzt kannst du sagen, ja, aber Jesus hat es doch auch gemacht. Jesus hat doch auch auf Fehler hingewiesen. Ja? Dann sagen sie, ja gut, jetzt, Manuel hat darüber gesprochen, Zachäus zum Beispiel, dieser Zolleinnehmer, mit dem er zu tun hatte, der die Leute geprellt hat um viel Geld. Und da hat er ja Jesus zum Essen eingeladen, oder die zwei waren essen. So, wenn jetzt Jesus sagt, hey, ich bin das Licht, kommt zu Zachäus in den Raum, macht die Tür zu und sagt, Zachäus, hör mir mal zu, ja, wenn ich da nachher wieder rausgehe, möchte ich, dass du dich geändert hast. Ja, wenn du zu viel weggenommen hast, gib dein Geld zurück. Gib dein Geld zurück und zwar vierfach. Und wenn das nicht funktioniert, ich bin nächstes Jahr nochmal in deinem Ort. Und voller Freude zog Zachäus aus und verteilte sein ganzes Geld und sagte, meinem Haus ist Rettung widerfahren. Blöd gelaufen. Ja, nein, was hat Jesus gesagt? Jesus war das Licht und war bei Zachäus und hat gesagt, Zachäus, guck mal, du musst nicht so weitermachen wie bisher, dass dich keiner leiden kann, sondern ich gebe dir Hoffnung rein, dass die Beziehungen mit den Menschen, mit denen du zu tun hast, wieder funktionieren können. Ja? Ich bring eine Freude rein in dein Leben und ich sage dir, du bist jemand, du bist etwas wert. Und dieses Licht hat Jesus mal kurze Zeit in dem Raum leuchten lassen und daraufhin hat Zachäus alles verändert. So, das ist das, Zustellung mangelhaft, Kirche betont, zu einseitig eine Sache und lässt die anderen außen vor. Wir haben hier ein weiteres Symbol für Kirche, und zwar ein Körper. Ja? Und zwar heißt es Folgendes in der Bibel. Er, Jesus, war vor allem anderen da und alles besteht durch ihn und er ist das Haupt der Gemeinde, das Haupt seines Leibes. So, hier steht, Christus ist der Kopf, und wir sind die Glieder. Ist gar nicht so schwer zu verstehen, oder? Ist wieder wie diese Sachen. Eine Sache besteht aus vielen, vielen Einzelheiten. Deswegen kannst du es wunderbar erklären. Ja, der eine ist eine Hand, der andere ist eine Schulter und irgendeiner ist immer der Arsch. Ja, das ist Gemeinde. Für die hier dabei sind, ja.
So, sehr schön. Aber es ist sehr einfach zu verstehen. Ja? Du kannst sagen, wenn eine Gemeinde kopflos ist, dann läuft sie rum in so einem Computerspiel, wo nicht funktioniert. Ja? Und kann auch nichts machen, nichts richtig machen, weil es gar nichts sieht. Nichts sieht, wo es hinläuft. Umgekehrt, auch ein Kopf kann ohne den Körper nichts machen. Ich habe in meiner Zivi-Zeit mit Schwerbehinderten gearbeitet. Einer meiner, ich sag mal, Freunde war jemand, der hatte Muskelschwund, der konnte außer seinem Kopf nur noch den kleinen Finger bewegen. So, und wir haben jeden Tag 3-4 Stunden zusammen verbracht. Wirklich ein super toller Mensch. Aber sein Körper hat einfach nicht umsetzen können, was da oben drin war. Er war sehr studiert, ein ganz, ganz toller Mensch. Und das Problem war, von dort oben kam nichts unten an. Und das ist auch Kirche, Zustellung, mangelhaft, heißt, wenn die Impulse, die von da oben ausgehen, einfach nicht mehr unten ankommen. Wir haben mit meinen Kindern neulich Kika geguckt, Kinderkanal heißt es, glaube ich, übersetzt. Da ging es darum, warum lachen wir denn, wenn jemand anders lacht? Und warum weinen wir, wenn jemand weint? Weil hier oben so ein Empathiezentrum ist und das geht runter. Die Bibel sagt, freut euch mit denen, die sich freuen, weint mit denen, die weinen. Tja, aber wenn da keine Verbindung zum Kopf ist, geht da nichts. Und das ist das, wo Jesus sagt, hey, da muss die Verbindung, die muss stimmen. Ich bin der Kopf, ihr seid die Glieder. Ein letztes Symbol, was wir noch haben, ist das hier. Ja? Was hat das mit Gemeinde zu tun? Ganz viel. Und zwar, ich probiere das jetzt mal. So. Gut. Und zwar heißt es in der Bibel, dass die Gemeinde die Braut Christi ist. Ich lese das vor, Epheser. Und ihr Männer, liebt eure Frauen, liebt sie so, wie Christus die Gemeinde geliebt hat. Er hat sein Leben für sie hingegeben und sie zu seinem heiligen Volk gemacht. Durch sein Wort hat er den Schmutz ihrer Verfehlungen wie in einem reinigenden Bad von ihr gewaschen. Denn er möchte sie zu seiner Braut von makelloser Schönheit machen, die heilig und untadelig und ohne Flecken und Runzeln oder irgendeine andere Unvollkommenheit vor ihn treten kann. Das ist Gemeinde. Wenn du je nach einem Bild gesucht hast für Gemeinde, so sieht das aus. Ja, ich mach's mal hoch, dass man mich noch sehen kann. So. Okay, und ich habe über das Bild lange nachgedacht. Ja, und ich hatte ganz neue Offenbarungen. Wirklich, ja. Erstmal habe ich mich ja, ist eine Frage, mit der sich jeder irgendwie beschäftigt, hatte Jesus eine Frau, ja. Ich sage ja, wenn du die Stelle gelesen hast, musst du das eigentlich bejahen. Weil er sagt, hey, meine Gemeinschaft der Herausgerufenen, diese Gemeinde ist die Braut Christi. Das heißt, auf seine Jungs übertragen, seine 12 Männer, die mit ihm unterwegs waren, waren seine Braut. Sprich, du kannst sagen, wenn die unterwegs waren, war Jesus mit seiner Frau unterwegs. Ja, ging es immer, Jungs, seid ihr da? Ja, wir kommen schon. Ja. Und so sind die hinter ihm her. Ja, war sicher spannend, das zu sehen. Ja, 12 Männer ergeben eine Frau. Aber es hat mich, ich hatte, und dann ging es bei mir klick, klick, klick. Und wir reden ja oft drüber, ja, Kirche, mangelhaft, Kirche funktioniert nicht, Kirche wird nicht mehr verstanden. Ja, Kirche ist total kompliziert. Und hier steht die Antwort. Woran liegt das? Die Kirche ist im Inneren eine Frau. Ja, ganz einfach. Also, denk mal drüber nach. Wenn du in deiner Small Group nicht klarkommst oder hier sagst, hey, warum ist das hier so? Ich verstehe das Ganze nicht. Und also entspann dich, versuch mal eine Frau zu verstehen. Nee, also, aber das ist natürlich jetzt nur nette Herleitung, aber jetzt sind wir ja schon im Bild drin mit der Frau, ne? Und es gibt eine tiefe Wahrheit, die trotzdem dahinter steht. Ich setze das mal ab. Und zwar, ohne Bräutigam gäbe es keine Braut. Was Jesus macht, sagt, ich sage dir, wer du bist. Wenn er sagt, dieser Haufen von Männern, die hinter mir herlaufen, da waren auch Frauen dabei, also viele, die mit ihm unterwegs sind, sagt er, ey, seid ihr nur ambitionierte Nachfolger? Was seid ihr denn? Wer seid ihr denn? Und Jesus gibt ihnen eine Identität. Er sagt, ihr seid meine Braut. Ihr seid die, die ich herausgerufen habe wie ein Bräutigam. Er ruft seine Braut, sagt, ich rufe dich heraus, du gehörst zu mir. Und
nur mit Jesus zusammen ergibt eine Kirche Sinn und nur mit einem Bräutigam zusammen ergibt auch eine Braut Sinn. Du kannst sagen, eine Kirche ohne Jesus macht gar keinen Sinn. Und das ist das, was dahinter steht. Er sagt, wenn es Jesus nicht gäbe, hätte Kirche überhaupt gar keine Bedeutung, weil es keinen Gegenüber gäbe. Und das ist schon wichtig auch zu sehen, weil das ist auch so ein bisschen, was den Männern ein bisschen mehr gegeben ist. Einfach von der Psychologie her habe ich so auch gehört, dass der Mann viel mit der Identität der Frau zu tun hat. Wenn ein Mann seiner Frau sagt, du bist schön, ja, du bist wertvoll, ja, und einfach viele, viele Dinge einfach ihr Du bist zuspricht, dann macht das was mit der Identität der Person, mit der Frau. Aber auch für die Kinder ist das wichtig. Ja, wenn du ein kleines Mädchen hast, du bist mein Engel, du bist meine Prinzessin. Das ist ganz wichtig. Oder zu einem Jungen zu sagen, hey, du bist super, wie du das machst, ich finde das richtig klasse. Einfach so diesen Wert reinzugeben, du bist. Es sind viele Dinge, wo einfach viel auch vom Vater oder vom Mann reingesprochen wird, in die Frau oder auch in die Kinder viel Identität geben. Was bedeutet das, wenn Jesus sagt, du bist meine Braut? Was will er damit sagen? Er sagt, hey, ich gebe euch die Identität. Ihr seid das Salz. Ihr seid das Licht. Ihr seid mein Körper. Ihr seid meine Braut. Das heißt, das ist das, was Jesus reinspricht und sagt, das sehe ich in Kirche, das gebe ich dir als Identität mit rein. Ich habe versucht, mal für mich Kirche am Ende auf den Punkt zu bringen. Was ist Kirche? Für mich ist Kirche der Impfstoff für die Welt. Impfstoff für die Welt, weil diese Gemeinschaft drin ist, die Gemeinschaft mit Gott und die Gemeinschaft miteinander, nicht irgendeine Gemeinschaft, sondern eine bedingungslose Liebe zueinander. Wir werden von Gott bedingungslos geliebt und das befähigt uns überhaupt erstmal einander zu lieben. Diese selbstopfernde, aufopfernde Hingabe ineinander ist eine neue Form. Das ist das, was drin ist, was Gott sagt, diesen Impfstoff gebe ich rein. Und für mich ist eine Kirche, kannst du daran messen, wie viel Impfstoff, wie viel Jesus steckt in einer Kirche. Und wenn da kein Jesus mehr da ist, wenn da keine Verbindung mehr zwischen Kopf und Gliedern da ist, sondern ist es nur noch ein Konstrukt, ein Machtapparat ohne Kopf und Hirn und überhaupt, macht das Ganze keinen Sinn. Wenn es Licht ist, aber ohne dem, der sagt, ich bin das Licht, ist das Ding auch aus. Und wenn keine Leidenschaft Gottes da ist für das Verlorene, um das zu retten, dann ist auch Salz fade und funktioniert nicht mehr. Und das sind alles Bilder, die über Kirche stehen. Die Frage ist, was hat das mit dir und mir zu tun? Brauchst du Kirche? Brauchst du Kirche oder brauchst du sie nicht? Erstens für die Menschen, die schon an Jesus glauben oder an Gott glauben, mit ihm zusammen leben. Gott denkt dich immer im Kontext von Kirche. Es steht nämlich nicht da, wenn du den Text von vorhin gelesen hast, dass Jesus sagt, ich bin für dich gestorben, ich habe für dich mein Leben gegeben. Das sagen wir oft und das ist ja auch richtig, sondern er sagt, nein, so sehr hat Jesus die Gemeinde geliebt, dass er ihr Leben, sein Leben für sie gegeben hat, für die Gemeinde. Und er sagt damit auch für dich. Er sagt, er möchte, dass du oder er sieht dich immer als Teil vom Ganzen und nie separat me and my Jesus. So, das ist das Erste. Und er sagt aber auch, diese Dinge, die du hier hattest, die möchte ich, dass die in dein Leben kommen. Das möchte ich. Ja? Er sagt, das, was ich als Identität reinspreche für die Gemeinde, das gilt natürlich dann auch für jeden Einzelnen. Und das ist wichtig zu verstehen, weil niemand von uns braucht eine Religion. Niemand von uns braucht einen Verein, niemand von uns braucht irgendwas, damit er sich besser fühlt, wenn er da was Gutes getan hat, sondern Jesus sagt, hey, wenn du zu mir gehörst, bist du Teil der Kirche. Das heißt, wenn Dinge in deinem Leben fade sind, bringe ich Geschmack rein. Wenn Dinge am Vergammeln sind in deinen Beziehungen, dann kommt da jetzt was rein, was diese Beziehungen wieder gesund macht und konserviert. So, wenn du sagst, in deinem Leben ist es dunkel, sagt Jesus, hey, dann dafür gibt es Kirche, dass in deinem Leben Dinge wieder hell werden, dass da Freude, Hoffnung reinkommt. Und wenn du sagst, hey, ich weiß gar nicht, warum ich überhaupt da bin, sagt er, hey, hier, ich gebe dir einen ganz detaillierten Plan, 50.000 Teile, such dir was aus oder auf jeden Fall hast du eine Funktion und du hast eine Daseinsberechtigung. Du bist auch Teil dieses Körpers. Und wenn du sagst, aber guck mich an, wer bin ich, was kann ich, ich bin nicht hübsch, dann sagt er, nein, du bist meine Braut. Du bist Teil von meiner Braut. Und das sind alles Dinge, die im Kontext von Kirche sind. Gott denkt keinen Christen einzeln, sondern immer in Gemeinschaft. Und so hat er sich Kirche vorgestellt. Amen.
Wir haben mal... Diesen Fokus auf Gemeinschaft, diesen tiefen Sinn von Kirche haben wir versucht im ICF mal auf ein neues Deutsch zu bringen, ja, und haben mal diese Apostelgeschichte 2 so übersetzt, wie es klingen müsste, wenn wir, oder zeigt, wie wir Kirche verstehen, was sie beinhaltet. Und frag dich einfach, wenn du jetzt das nächste Video anschaust, wir haben einen kurzen Clip, ob das etwas ist, was auch dich anspricht, wo du sagst, ja, das wünsche ich mir auch für mein Leben. Lass uns das kurz anschauen zusammen. Wir träumen von einer Kirche, in der Jesus Christus im Zentrum steht. Er entfacht in ihr eine unvergleichliche Leidenschaft, die sich in lebensverändernden Predigten, kraftvollem Worship und überfließender Kreativität entfaltet. In dieser Kirche feiern und genießen wir die Beziehung zu unserem himmlischen Vater voller Enthusiasmus und lernen ihn in all seinen Facetten immer tiefer kennen. Wir wünschen uns eine Kirche, die offen ist für jeden. Egal, woher Menschen kommen und was ihre Geschichte ist. Hier findet jeder ein Zuhause. Diese Kirche ist eine Familie, die von bedingungsloser Liebe, Zusammenhalt und dienender Leiterschaft geprägt wird. Die Nöte der Gesellschaft bewegen sie zu barmherzigem Handeln. Sie ist bekannt für ihre Großzügigkeit. Schaut hin und nicht weg. Wir sehen uns danach, die Kraft Gottes zu erleben. Im Wissen, dass für Gott alles möglich ist, erwarten wir das Wirken des Heiligen Geistes und erleben seine Wunder. Unsere Leidenschaft gilt einer Kirche, die für Gott das Beste gibt, die Sprache unserer Zeit spricht und sich als Teil der Antwort versteht. In der Kirche, von der wir träumen, kommen viele Menschen zum Glauben an Jesus Christus und werden ihm immer ähnlicher. Während diese Kirche ständig wächst, wird sie gleichzeitig durch Kleingruppen immer persönlicher und hat so positiven Einfluss auf unsere Familien, Freunde und die Gesellschaft. Möge Gott diesen Traum durch uns alle verwirklichen. Wir hoffen, dieser Podcast hat dir geholfen, mehr über Gott und dich selbst zu erfahren. Dieser Podcast wird durch Spenden ermöglicht. Wenn du möchtest, kannst auch du uns unterstützen. Alle Infos dazu bekommst du in der Videobeschreibung. Mehr Infos über ICF Karlsruhe findest du auf unserer Website www.icf-karlsruhe.de.